Easy-Messer, ja, die kennst du, das ist das Easy 4, aber mit einem modifizierten Griffstück. Der Dominik aus Wien hat mir das Teil geschickt und hat gesagt, Rainer, teste das mal richtig durch und wenn du wissen willst, was bei dem Test rauskommt, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier wieder aus dem Buschkraftareal. Schön, dass du dabei bist. Naja, der Dominik hat mir das geschickt und er weiß wahrscheinlich, dass ich mit den Easy-Messern nicht so zufrieden bin, dass das nicht so mein Ding ist. Und wahrscheinlich hat er auch schon das eine oder andere Video bei mir gesehen. Und zwar, ich beschwere mich ja auch immer wieder über das Griffstück. Und dieses Griffstück, das ist hier jetzt etwas anders bei diesem Easy 4. Nämlich, es ist dicker, es ist breiter. Und ich habe ein bisschen recherchiert und ein bisschen gelesen, dass die Idee dahinter ist, ja, die Randall dabei gehabt hat, für Bushcrafter und Outdoor-Leute ganz einfach, die mit diesen taktischen Griffstücken nicht so zufrieden sind, etwas dickeres, festeres zu machen. Und schau mal her, das ist wirklich ein fetter, dicker Griff. Und es ist wahrscheinlich, ich vermute, auch deswegen mit einer, normalerweise haben die ja Kydex-Scheiden, aber dieses Mal ist es halt mit einer schönen Lederscheide, wirklich sehr, sehr schön gemacht, sehr, sehr wertig. Und bevor ich jetzt in die Details gehe, arbeite ich gleich einmal damit. Ja, wie gesagt, ich befinde mich hier jetzt auf Waldurlaub im Buschkraftareal. Das heißt, ich darf hier in diesem Bereich, da haben die Holzarbeiter eine Esche umgelegt, also eine kleine. Und ich darf das hier, also keine Sorge, alles okay. Und zwar, ich mache gleich einmal einen Hacktest. Dass du natürlich nicht in irgendeinen Wald gehen darfst und einfach irgendwas umhacken, das ist eh ganz klar. Aber wie gesagt, ich darf das hier und darf natürlich auch nicht vergessen, das Ganze ist eine Esche. Das heißt auch ein sehr, sehr hartes und auch ein sehr zähes, elastisches Holz, das auch schön hin und her pendelt. Und ein Messer ist ja normalerweise nicht dafür gemacht, dass man quer zur Fahrt arbeitet, aber wir wollen es ja testen und wollen uns hier ja spielen. Und auch keine Sorge, also ich hack das jetzt hier auseinander und arbeite damit, aber auch, das ist auch nicht für nichts, sondern das kommt dann in unser Hochbeet rein, dieses frische Holz, dadurch hält das länger. Wenn ihr das interessiert, ich gebe da oben den Link, Hochbeet, eine eigene Doku haben wir da gemacht. Ja, da haben wir Hochbeet angelegt, damit du weißt, wie das geht. Und es macht Sinn, hier wirklich schön frisches Holz zu verwenden. Aber wie auch immer, du siehst, das macht sie mal mit. Es ist okay, da gibt es sicherlich Messer, die das besser können. Aber das, glaube ich, ist auch nicht die Idee von dem Teil. Wenn ich mir diesen Messertyp so anschaue, dann ist das eben ein Allround-Messer. Das ist jetzt kein Hackmesser in dem Sinn. Da würde ich mal Scrammer nehmen oder den Defender. Den habe ich auch einmal vorgestellt, gebe wieder da oben den Link. Das ist dann ein richtiges Haumesser, mit dem man aber dann auch wieder nicht so gut Schnitzarbeiten machen kann. Und das ist jetzt mal schön, das geht mit dem relativ gut. Wie gesagt, ich bin kein Fan von dieser Marke und das hat sich bis jetzt, auch bis zu dem Video, also wie gesagt, ich arbeite jetzt das erste Mal mit dem Vierer, mit dem modifizierten Griffstück, noch nicht geändert. Aber es taugt mir jetzt trotzdem mehr als früher, weil der Griff einfach dem Messer mehr Stabilität beim Arbeiten gibt. Und Carbonstahl ist das Ganze. Ja, und das erste Mal auch ein Messer, wo ich sage, hey, hallihallo, das geht auch wirklich richtig schön ins Holz rein. Ich weiß nicht, vielleicht bildet es mir nur ein, aber irgendwie, ja, trotz alledem, ich, ja. Also wenn dir das taugt vom Stil her und was mir besonders, aber ich weiß noch nicht. Was mir aber besonders gut gefällt, das kann ich jetzt schon sagen, ist, so, Kamera bitte scharf schalten, Kamera scharf schalten, geht, Kamera soll scharf schalten, aber du, das Englische her, dass ich da ganz weit vorgehen kann und ich bin da fast, also ich bin im Endeffekt ganz am Schliff, aber, und das ist jetzt ein Detail, ich hoffe, dass das die Kamera schafft. Schau mal her, das ist abgeschliffen, da ist doch nochmal 45 Grad so ungefähr abgeschliffen, damit man sich hier nicht wehtun kann. Also ich kann hier voll mit der Hand her und richtig schön reinarbeiten. Der Griff ist so gemacht, dass auch zum Beispiel dieser Power Cut, auf den ich sie, auf den stehe ich ganz einfach, gut damit machbar ist. Also da geht wirklich schön was weg. Ja, das taugt mir auch, das ist auch in Ordnung. Also der Schnitztest, der ist auch auf jeden Fall einmal positiv, was mich, muss ich sagen, auch wirklich überrascht. Jetzt wollen wir noch einmal schauen, ob man auch feine Sachen machen kann damit. Ich werde dann nachher noch Federsticks machen und den Feuerstahl anreiben. Aber ja, ich glaube, das schaut ganz gut aus.
Na gut, dann schauen wir uns gleich einmal ein paar Sachen an. Wir werden dann einmal was spalten. Jetzt möchte ich, jetzt putzen wir da mal den Schnee weg mit dem Klingenrücken. Also keine Sorge, Dominik, wenn du das Video schaust, ich habe nicht deinen Schliff kaputt gemacht, sondern mit dem Klingenrücken das gemacht. Und aus diesen Haseln hier, die ich mir frisch meistens schlage oder irgendwo abschneide, die lasse ich dann trocknen und für das gibt es dann bei den Survival Trainings, ja, das sind dann die Bohrspindeln, aber die muss ich noch vortrocknen. Aber du hast gesehen, also das geht auch einmal ganz gut, solche kleinen Hackarbeiten. Gut, jetzt die Birke, die ist mir schon runtergefallen, die ist trocken und die werden wir jetzt einmal durchspalten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das für das Messer ein Problem sein wird und ja, das spüre ich jetzt schon. Natürlich ist es auch nicht das ideale Spaltmesser, sondern es ist ein Allround-Messer. Es ist kein Spaltmesser aus dem Grund, weil halt ganz einfach die Klingenstärke auch jetzt nicht so massiv ist. Dadurch lässt es aber wieder gut schnitzen. Also es geht natürlich super. Und muss aber auch dazu sagen, das ist hier jetzt kein frisches Holz, sondern eben ein trockenes Holz. Schön ausgetrocknet und da kommt man halt vor, dass das auch besser geht als bei frisch. Aber frisches Holz spalten, wann macht man das? Das macht man eher nicht zum Feuer machen, sondern das macht man eher dann, wenn man etwas basteln will. Ich weiß nicht, was fällt mir jetzt gerade ein zum Basteln? Eine Zange, eine Grillzange, das ist das, was mir jetzt gerade einfällt. Aber jetzt wollen wir mal ein bisschen locken machen. Ja, und das geht interessanterweise auch sehr gut. Also wie gesagt, ich muss jetzt schon sagen, Dominik, das ist wirklich eine gute Idee gewesen, weil du trägst dazu bei, dass ich die Meinung über Easy Messer langsam ein bisschen nach oben geht. Ja, muss ich wirklich sagen. Ja, muss ich wirklich sagen. Also das geht einmal wirklich sehr, sehr gut. Schau. Kann sich sehen lassen. Merke aber auch, dass ich ein bisschen aus der Übung bin. Muss ich auch sagen. Habe ich sicherlich schon. Naja, im Monat habe ich jetzt sicher keine Federsticks gemacht. Das merke ich jetzt auch schon. Aber ich gehe davon aus, dass das noch erhalten wird. Viele sagen auch immer, Reini, warum machst du so gerne Federsticks? Das habe ich, glaube ich, eh schon ein paar Mal beschrieben und ich mag es noch einmal tun, weil das eine universelle Technik ist, um bei Regen zum Beispiel Feuer zu machen. Und da höre ich dann immer, ich habe aber Birkenrinde. Wenn ich Bushcraften gehe, dann habe ich vielleicht Birkenrinde mit oder ich bin in einem Gebiet, wo ich Birkenrinde zur Verfügung habe. Dann ist ja eh alles schön und alles gut und ich liebe Birkenrinde. Ich mag die wirklich sehr, 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 sehr. Sehr, 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 sehr gern, aber was ist, wenn sie nicht verfügbar ist? Und da ich ja aus der Survival-Ecke komme, muss ich da halt ein bisschen, ja, immer ein bisschen aufs Gas drücken und sagen, was ist, wenn ich keine Birke habe. So, also ich schiebe jetzt die Birke, ich reibe die schön auf, von allen Seiten komme ich her und ziehe es immer her, dann gebe ich das Messer in die Höhe und ziehe dann wiederum her, dass der Staub in der Mitte ist. Gut, und jetzt kommt dann ein kleines Manko bei dem Messer. Und zwar, das war mir sofort klar, als ich es in der Hand gehabt habe, der Klingenrücken, der ist nicht scharf genug, um einen Feuerstahl zu bedienen. Das ist gar nichts. Und das ist halt etwas, was man grundsätzlich bei der Firma ein bisschen am Wecker geht. Das ist ein Bushcraft-Messer und da kann man keinen Feuerstahl bedienen. Aber sei es drum, ich werde jetzt nicht dieses schöne Messer mit dem wunderbaren Griff, muss auch wirklich sagen, ich bin positiv überrascht, jetzt zum Feuerstahl bedienen verwenden, sondern ich nehme ein anderes Messer. Und weil ich ja auch immer wieder, du kennst ja den letzten Feuerstahl meines Lebens, im Shop gebe ich dir natürlich auch den Link da unten, ganz klar, ein Werbevideo her. Und da sagen manche, der ist so teuer und das verstehe ich auch alles. Und ich habe jetzt mal etwas anderes mitgebracht und zwar dieses Beast hier, da gebe ich dir auch den Link zu Amazon, weil den verkaufe ich jetzt nicht. Das ist günstiger, viel günstiger als mein Ding, aber das ist halt einfach nur der Feuerstahl und kein Aluminiumgriff und gar nichts und sowieso und überhaupt. Und ist auch eine Option. Ne? So, jetzt gehen wir her. Das Messer gebe ich jetzt ein bisschen auf die Seite, weil will man nicht wehtun. Und versuche jetzt einmal die Birkenrinde anzuzünden. Also wie gesagt, das hat nichts mit dem Messer zu tun. Und Randall sagt, ja, unsere Messer halten das alles locker aus. Du kannst auch, wenn du magst, mit der Schneide das machen, also mit der Klinge. Ja, sicher kann ich das, aber das will ich gar nicht. Ich will das nicht mit der Schneide machen, mit dem Anschliff, weil ich mir den dadurch jetzt hier kaputt mache. Was ich jetzt hier tue, ist, dass ich Material, ja, schönes Material abarbeite von diesem chinesischen Feuerstahl oder wo auch immer der herkommt. Irgendwer schreibt mir immer lustige Kommentare.
dass das aus Thailand kommt oder so irgendwas. Das mag alles sein, ist mir aber auch wurscht. Ja? Aber so ist das halt mal. So, jetzt habe ich gutes Material runtergearbeitet. Das ist jetzt da drin in der Birkenrinde. Also wir haben jetzt hier so ein bisschen Birkenrinden und Feuerstahl, Staub und abgeschabtes Material. Also ich muss sagen, dass die Birkenrinde, die ich da jetzt habe, wirklich miese Qualität hat. Wirklich miese Qualität. Und deswegen auch so viel von diesem Feuerstahlstaub sozusagen. Oder Spänen, ja, Spänen, das ist das Wort, das ich suche. Ja, so. Und jetzt auch noch die kleinen Federsticks dazu. Oder Sticks sind sie nicht, die kleinen Locken dazu. Komm. Ja, ja. Und dann schön hoch, damit alles, ein Feuer brennt von unten nach oben und alles ist gut. Also, wenn du mit Feuerstahl arbeiten willst, dann brauchst du leider zwei Messer. Ja, was ist nun mein Fazit von diesem Messer? Ich bin wirklich wahrlich positiv überrascht und habe nicht geglaubt, dass ich sage, ey, das wäre ein Messer, das man so richtig taugen kann. Da ich schon 100.000 habe, ich meine 100.000 nicht, aber 100, über 100, locker, ganz locker. Ist egal, Themenwechsel, ist nur berufsbedingt. Nicht, dass es Spaß macht, sondern nur berufsbedingt habe ich so viel Messer. Aber wie auch immer, ich werde es mir nicht kaufen, einfach aus dem Grund, weil ich schon so viele habe. Aber wenn du jetzt sagst, ich will eigentlich ein Bushcraft-Messer kaufen, und zwar etwas höherwertigeres, und diese Marke taugt mir und das gefällt mir auch von der Optik, dann kann ich persönlich, von meiner persönlichen Meinung her sagen, dieser verdickte Griff, der macht das Messer wirklich noch einmal fetter. Und das ist nämlich der Punkt. Ich habe das auch schon oft gesagt, ich bin kein Stahlspezialist, und das ist mir auch wirklich pipifax egal, ja? Bis zu einem gewissen Rahmen. Das merke ich dann eh mit der Zeit, und da habe ich so gewisse Präferenzen, aber da habe ich kein echtes Interesse dran. Für mich muss ein Messer, ich muss es angreifen und es muss passen. Und sehr häufig, und auf das schauen die wenigsten, das ist, passt der Griff. Was hilft mir die beste Form, der beste Superstahl? Wenn der Griff ein Schaß mit Quasteln ist, wie man in Österreich sagt. Ja, das ist ganz einfach so. Und das musst du dir ganz einfach bewusst sein. Ein Messer im Internet anschauen oder aus einem Review, wo auch immer du ihn gesehen hast, das ist ja auch egal. Das ist das eine. Aber du musst es mal befummeln, du musst es angreifen und du musst sagen, beim ersten Mal, gleich beim Angreifen, sagst du, kann das was oder kann das nichts? Und wenn du es angreifst und sagst, dann kann der Stahl noch so cool sein. Vergiss es. Zumindest ist meine Meinung dazu. Schreib mal unten einen Kommentar, wie du das siehst. Da würde mir sehr gefallen. Daumen nach oben oder nach unten. Link zu all den Produkten findest du natürlich. Ist ein billiges Eigenwerbevideo. Aber andere Videos zum Anschauen. Ein Abo. Bis bald und ciao. Ah, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Dominik, danke, dass du mir das geschickt hast. Das Messer kommt retour. Und da ich weiß, dass du auf Patches stehst, kriegst du meinen Bushcrafter Patch, den ich immer trage. Den schicke ich da zurück mit dem Messer. Danke dafür und bis bald. Aber jetzt gilt's. Ciao.